Also mir fällt jetzt nichts anderes ein, Gabi. Was mir anders machen wie sonst? Was soll ich denn anders machen? Ich brauche es genauso warm wie vorher. Ich brauche genauso viel zu essen wie vorher. Ich brauche genauso viel zu trinken wie vorher. Ich brauche alles genauso wie vorher. Ich war immer sparsamer, so bei mir hat auch nichts geändert. Ich finde es gar nicht, dass es anders ist. Liegt das Ihnen an? Die sparen keinen Strom, alles klar. Wir wollen ja die Normalität, wir wollen normal bleiben. Wir schätzen halt einfach die ganzen Begegnungen mit den Familien, weil es halt einfach keine Selbstverständlichkeit ist, wie man das gemerkt hat in den letzten Jahren. Aber sonst so die Tradition, die bleibt natürlich gleich. Zu Hause vielleicht die Wohnung das ein oder andere Grad nicht so warm wie sonst. Ja, also in meinem Zimmer habe ich eigentlich gar keine Heizung mehr an. Da nehme ich eigentlich so ein paar Kuscheldecken immer. Also ich versuche morgens immer kalt zu duschen und nur noch alle zwei Tage vielleicht nach dem Sport warm zu duschen. Wir gucken natürlich schon, dass wir uns da ein bisschen einschränken. Wir wollen generell so ein bisschen weg von diesem Konsumgedanken. Ich würde sagen, nicht unbedingt anders machen, aber bewusster. Bewusster die schönen Dinge erleben, so wie hier auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Nicht mal aus Angst, sondern wirklich auch aus dem Bewusstsein heraus, dass es anderen Leuten in diesem Moment viel schlechter geht als uns und dass es eigentlich ein Privileg ist, dass wir uns heute hier so frei bewegen können. Man denkt schon an den Krieg, aber der betrifft uns jetzt ja noch nicht so direkt im Land. Aber man hat schon Gedanken an die in der Ukraine. Eigentlich komme ich aus der Ukraine und wir waren immer zusammen. Ja, dieses Jahr kann ich nicht mit meiner Familie zusammen sein. Ja, aber wir hoffen, ja, bald wird alles gut sein.